Temperaturen. Und ich denke, es ist im Grunde auch ziemlich egal. Aber ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder aus dem Studio die Aufzeichnung starten kann. Oder das Livestreaming. Weil irgendwie fühlt sich das für mich besser an. Aber ich hoffe, für dich ist es okay, wenn ich aus meinem Wohnzimmer singe. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum Pilates. Da wir jetzt 5:30 haben, wenn meine Uhr die Wahrheit spricht, fangen wir auch an. Wir fangen mal von unten an, uns so ein bisschen zu mobilisieren. Du richtest dich auf, du ziehst deinen Bauchnabel leicht nach innen. Achte darauf, dass dein Oberkörper gestreckt ist, das heißt deine Wirbelsäule ist schön in die Länge gezogen. Die Schultern von den Ohren wegziehen, die Schulterblätter hinten zusammenziehen, sodass du eine gute Haltung hast. Wir bleiben aber entspannt. Immer noch entspannt bleiben. Mit dem rechten Fuß schreiben wir Kreise. Egal in welcher Richtung. Aus dem Sprunggelenk raus. Locker Kreise schreiben. Bleib in der einen Richtung. Wir wechseln gleich gemeinsam. Du darfst dich gerne auch hier so ein bisschen stabilisieren, wie du die Arme nach oben nimmst, wenn nötig. Nein, theoretisch könntest du dich auch irgendwo festhalten, aber wenn du frei stehst, trainieren wir halt den Gleichgewicht ein bisschen mit. Jetzt drehst du andersrum. Und sollte es knacken, ohne dass ein Schmerz damit verbunden ist, lass es knacken. Dann spürst du dein Standbein. Vielleicht macht es dir aber auch noch nichts aus. Gut, wir wechseln. Stell den Fuß wieder ab. Das gleiche mit dem anderen Fuß. Wir wischen Kitzeln rum, zwei Stück an der Zahl. Wenn ich die raus tue und mache die Tür zu, dann habe ich das Kratzen. Von daher denke ich, es stört aber auch nicht, wenn die zwischendurch mal durchs Bild laufen. Aus dem Sprunggelenk raus und Richtungswechsel. Genau, ganz entspannt. Kannst du die Hände auch in deine Hüfte stemmen. Auch hier kannst du, wenn du möchtest, deine Arme zu stabilisieren zur Seite nehmen. Achte darauf, dass das Becken nach vorne gerichtet bleibt und dich also nicht mit dem ganzen Körper rausdrehst. Zweimal noch. Wir setzen den Fuß wieder ab und das gleiche mit dem anderen Bein. Raus und wieder zurück. Wirbelsäule lang gezogen, Bauchnabel leicht nach innen. Zweimal noch. Und absetzen. Wir heben die Fersen an und setzen sie wieder auf. Anheben und wieder zum Boden zurück. Bleib mit den Fersen am Boden und wir kreisen
rotieren wirklich hier in der Körpermitte. Das heißt, in den Schultern tut sich nichts. Als würdest du nur Laufreisen bewegen wollen im Zeitlupentempo. Und Richtungswechsel. Zwei Kreise noch. Und zurück zum Zentrum. Wir kreisen mit den Schultern in der Rückwärtsbewegung. Eine Schulter nach der anderen. Bleib fest stehen. Na hier, auch hier kann es knacken. Sollte uns nicht stören, außer es ist ein Schmerz verbunden. Aber das ist in den seltensten Fällen so. Wenn Schmerz auftritt, dann nicht kreisen, nur so weit kreisen, dass du keinen Schmerz hast. Für die Kreise gleich. Und gleichzeitig. In der Rückwärtsbewegung, Brustkorb öffnen. Und einmal noch. Sehr schön. Schüttel dich nochmal ein bisschen aus. Nimm die Handflächen zueinander, falte die Hände, nimm die Ellbogen nach außen weg. Und wir schreiben mit den Armen eine Welle. Ich komme mal ein bisschen dichter. Siehst du, die Handgelenke, die stellen sich auf, beziehungsweise das andere knickt nach unten ab. Finger locker bleiben. Auch das kann ein bisschen knacken, aber auch das sollte dich nicht stören. Gut. Und lösen. Ich gehe wieder zurück ans Ende meiner Matte. Und auch da darfst du dich jetzt hinbewegen, sodass du die Matte vor dir hast. Die Füße sind schriftweit auseinander. Mein Kopf siehst du nicht mehr, den brauchst du. Siehst du gleich, wenn ich unten bin. Die Knie sind locker, die sind nicht durchgedrückt. Zieh deinen Bauchnabel nach innen. Zieh das Kinn zur Brust, roll deinen Oberkörper langsam nach unten ab, so dass du mit den Händen die Matte berührst. Wie gesagt, die Knie darfst du gerne anwinkeln und dann kommen wir nach vorne. In den Vierfüßlerstand. Genau. Hände unterhalb der Schulter. Schulterblätter von den Ohren weggezogen. Lange Wirbelsäule. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Knie hüftbreit. Dann haben wir alles. Unsere Ausgangsposition. Wir atmen ein und mit der Ausatmung aktivieren wir zum ersten Mal unser Powerhouse. Spür, wie dein Rücken gerade wird. Sehr gut. Wir atmen ein und mit der Ausatmung bringst du beide Beine nacheinander nach hinten, sodass du im Handstütz bist. Atme ein, senk dich, atme aus und wieder nach oben. Du entscheidest selbst, wie tief du gehst. Sollte es nicht funktionieren, geh auf deine Knie. Mit der Einatmung senken, mit der Ausatmung nach oben. Noch zwei. Einmal noch. Den nächsten Einatmung setzt du deine Knie ab. Mit der Ausatmung gleitest du zurück und lösen. Tief ein- und ausatmen, ganz locker, ganz entspannt. Wir steigen schon gerade richtig ein. Dafür darfst du jetzt aber auch schon das erste Mal wieder entspannen.
komm nochmal wieder in den Vierfüßlerstand nach oben. Ich überlasse es dir, wir kommen wieder in den Handstütz rein. Wechseln von dem Handstütz in den Unterarmstütz. Du kannst das Ganze auch auf den Knien machen. Ja, das geht auch, wenn es dir sonst zu mühsam ist. Wieder Schulterblätter weg von den Ohren. Mit der Ausatmung Powerhouse aktivieren. Atme ein und mit der nächsten Ausatmung deine Füße absetzen. Sehr gut. Atme ein, komm tief. Mit der Ausatmung hoch. Atme hier nochmal ein und mit der nächsten Ausatmung deine Unterarme abzusetzen. Einatmen, mit der Ausatmung Knie absetzen. Einatmen, komm mit der Ausatmung wieder nach oben. Atme ein, atme aus, komm in das umgedrehte V. Das Ganze nochmal von vorne. Okay, gut. Einatmen mit der Ausatmung, kommst du vor. Mit der Einatmung senken, ausatmen hoch. Atme erst ein, komm dann mit der Ausatmung tief. Einatmen, aus. Ein, aus. Einatmen, ausatmen, hoch. Du bist dabei? Machen wir nochmal, okay? Dann machen wir ein Päuschen. Powerhouse ist aktiv. Gut. Atme ein, bitte Ausatmung vor. Einatmen, tief, mit der Ausatmung hoch, einatmen und dann mit der nächsten Ausatmung die Unterarme abzulegen. Atme nochmal ein und aus. Einatmen, ausatmen, ein, aus. Atme ein. Mit der nächsten Ausatmung nochmal vor. Mit der Einatmung die Knie absetzen. Mit der Ausatmung zurückgleiten und lösen. Tief ein- und ausatmen. So, ihr Lieben, weil wir jetzt wissen, wie es geht, den Flow raus haben, machen wir das viermal hintereinander weg. Ich werde ein- und ausatmen immer dazu sagen. Ein, aus, ein, aus. Solltest du mal anders atmen, ist es nicht dramatisch. Lass dich nicht durcheinander bringen. Okay? Versuche diesen Rhythmus zu atmen, wie ich ihn dir sage. Solltest du aber mal rauskommen, ist es nicht schön. Okay. Wir kommen in die Ausgangsposition, unser Vierfüßlerstand. Ja, du kannst deine Zehenspitzen auch schon gerne in die Matte stellen. Mit der Ausatmung Powerhouse aktivieren. Vorbereitend ein, mit der Ausatmung auf die Füße. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, dann nochmal ein, dabei tief, mit der Ausatmung hoch, ein, aus, ein, aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein.
Ein nach vorne, absenken und mit der Ausatmung zurückgleiten, lösen, tief ein- und ausatmen, ganz locker, ganz entspannt, tief in den Bauch und Oberkörper, neue Energie sammeln. Liege hier mal wieder vor der Heizung, mir ist warm. Sehr gut. Dann ziehst du deine Hände über die Matte zu deinen Knien, dabei rollst du deinen Rücken auf. Roll dich weiter auf, bis du im Fersensitz bist. So, ich drehe mich jetzt mal zu dir. Jetzt setzt du dein Po zur linken Seite von deinen Beinen rüber ab. Und wir kommen von hier in die Seitenlage. Genau. Den unteren Arm streckst du lang aus. Die obere Hand darfst du zum Stabilisieren nehmen, die Fingerkuppen aufsetzen. Achte darauf, dass deine Schulter hinten bleibt. Ja, nicht so nach vorne rund werden lassen, sondern Schulterblätter weiterhin Richtung Wirbelsäule gezogen und die Schulter weg von den Ohren. Dein Körper bildet eine Linie von den Fingerspitzen bis zu den Fußspitzen. Als wärst du an eine Wand angelehnt. Wir atmen ein. Mit der Ausatmung aktivieren wir unser Powerhouse. Atmen ein und mit der nächsten Ausatmung die Beine anzuheben. Halte hier. Gleichmäßig weiter atmen für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und mit der nächsten Ausatmung legst du die Beine ab und löst. Spür, wie sich dein Körper entspannt. Atme tief ein und aus. 2 tiefe Atemzüge noch. Dann bring dich wieder in die Ausgangsposition. Guck nochmal, ob die Schulter wirklich nach hinten zeigt. Wir atmen ein, mit der Ausatmung aktivieren wir wieder unser Powerhouse. Atme vorbereitend ein und mit der nächsten Ausatmung die Beine nochmal nach oben abzuheben. Atme ein, mit der Ausatmung geht das obere Bein noch ein Ticken weiter nach oben. Mit der Einatmung wieder schließen, das untere Bein bleibt abgehoben. Ausatmen hoch. Einatmen ziehen. Füße gepointet, ganz langer Körper. Noch 4. Noch 2. Letztes Mal. Und schließen wir halt nochmal. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und senken mit der Ausatmung, lösen.
Du darfst gerne die Knie ein bisschen zu dir ranziehen. Bewusst in den Bauch ein- und ausatmen. Und dann wieder in die Ausgangsposition zurückkommen. Mach dich wieder lang. Wir atmen ein, mit der Ausatmung aktivieren wir wieder unser Powerhouse. Spür, wie sich das Korsett hier bildet, wie du fest und stabil bist. Atme vorbereitend ein, mit der Ausatmung hebst du die Beine an. Mit der Einatmung senkt sich das untere Bein. Mit der Ausatmung führst du es zurück. Einatmen tief. Ausatmen zum oberen Bein dazu. Noch vier. Noch zwei. Einmal. Und halten. Für acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Mit der Ausatmung senken und lösen. Gerne nochmal Knie zur Brust. Tief ein- und ausatmen. Spürst du es hier? Und ein bisschen in den Beinen. Aber hauptsächlich hier. Dann ist alles gut. Einen haben wir noch. Einen noch auf der Seite. Mach dich wieder lang. Ausgangsposition. Du denkst an deinen Nacken, dass der schön lang ist. Wir atmen ein mit der Ausatmung, Powers aktivieren. Atme ein mit der Ausatmung, hebst du die Beine ab und wir machen die Schere. Einmal vor, anderes zurück. Für acht, sieben, sechs, fünf, vier, 3, 2, 1. Zusammenführen. Halte für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mit der Ausatmung senken und lösen. Kauer dich zusammen. Atme tief ein und aus. Genieße die Entspannung. Gut. Dann drückst du dich über die Seite in den Sitz nach oben. Wir kommen in den Schneidersitz. Du nimmst die linke Hand neben den Körper, Rücken aufrichten, lang machen. Rechte Hand auch ablegen, Schulter weg von den Ohren, mit der Ausatmung Powerhouse aktivieren, atme ein und mit der Ausatmung bringst du deinen rechten Arm über deinen Kopf und ziehst den in die Länge nach links, ohne dass sich dein Sitzbeinhöcker ablegen. Und mit der Einatmung wieder zurück, ausatmen, zieh dich rüber, die Schulter bleibt hinten. Einatmen, zurück. Zweimal noch. Bei deinen Knien verändert sich die Position nicht. Sitzbeinhöcker gleichmäßig. Das Gewicht verteilt. Du hebst die rechte Beckenhälfte nicht ab. Einmal noch. Und zur Mitte zurück. Das gleiche über die andere Seite. Der linke Arm zieht nach rechts. Atme ein. Atme aus, zieh dich in die Länge. Mit der Einatmung wieder zurück. Aus. Und zweimal noch.
werden, aber fall nicht komplett in dich zusammen. Entspann dich ein bisschen, atme tief ein und aus. Und wir kommen auf die rechte Seite. Du ziehst dich wieder in die Länge, der untere Arm ist ausgestreckt, der Kopf ruht auf dem unteren Arm. Dein Körper ist wie an eine Wand gelehnt, also die Beine auch nicht nach vorne gezogen, sondern wirklich nach hinten. Fingerkuppen darfst du zum Stabilisieren auf der Matte vor dir auf Brusthöhe so absetzen. Schulter nach hinten. Ich denke, du bist soweit. Wir atmen ein mit der Ausatmung. Aktivieren wir unser Powerhouse. Atme ein, um mit der nächsten Ausatmung deine Beine abzuheben. Atme gleichmäßig weiter für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eine Ausatmung senken, halt dein Powerhouse aktiv. Machen die nächste Übung, danach lösen wir. Erst jetzt nochmal aktiv halten. Atme vorbereitend ein. In der nächsten Ausatmung hebst du die Beine ab. Gut. Atme ein, atme aus. Unteres Bein höher. Mit der Einatmung wieder senken. Aus. Ein. Ausatmen. Einatmen. Du denkst an dein Powerhouse. Ups. Viermal noch. Zwei noch. Letztes Mal. Die Beine zusammen. Wir halten für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mit der Ausatmung senken und lösen. Tief ein- und ausatmen. Gezielt auch in den Bauch und somit auch in den unteren Rücken. Ganz locker, ganz entspannt. Ich stütze meinen Kopf auf, du kannst aber auch flach liegen bleiben, so wie es dir angenehmer ist. Deine Entspannung. Gut. Wir machen uns wieder lang. Beine ausstrecken. Fingerspitzen, Zehenspitzen auf einer Linie. Mit der Ausatmung Powerhouse aktivieren. Spür, wie sich deine Taille abhebt. Wir atmen ein, mit der Ausatmung heben wir die Beine ab. Einatmen, unteres Bein senken. Mit der Ausatmung zurückführen. Einatmen, aus. Ein. Vier noch. Zwei noch. Letztes Mal. Oben bleiben. Weiter atmen. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mit einer Ausatmung senken und lösen. Die Schere haben wir noch. Dann kommen wir aus der Seitenlage raus. Erst nochmal in die Länge. Schulter weg von den Ohren. Lange Wirbelsäule. Atme ein und mit der Ausatmung Powerhouse aktivieren. Einatmen, ausatmen, Beine abheben. Wir machen die Schere gleichmäßig weiteratmen. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Füße, Beine zusammen. Wir halten für 8, 7, 6,
3, 2, 1. Mit einer Ausatmung senken und lösen. Kauer dich nochmal zusammen, mach dich rund. Atme tief ein und aus. Wir nehmen die Beine im rechten Winkel nach vorne. Das heißt, ich habe einen rechten Winkel zwischen meinem Oberkörper, meinen Oberschenkeln und dann zwischen den Oberschenkeln und den Unterschenkeln. So. Den unteren Arm nach vorne abgelegt, die obere Hand auf die untere Hand. Unsere Knie bleiben genau hier, so als wären die aneinander gebunden und das untere Knie klebt am Boden. Das hebt sich nicht ab. Gut, mit der nächsten Ausatmung aktivieren wir unser Powerhouse. Wir atmen ein, mit der Ausatmung öffnest du den oberen Arm. Du folgst deiner Hand mit dem Blick. Atme hier wieder ein. Und schließe mit der Ausatmung wieder, indem der Arm wieder nach vorne geht. Atme ein, mit der Ausatmung wieder öffnen. Atme ein und dann mit der Ausatmung wieder zu schließen. Ein, aus. Einatmen und mit der Ausatmung wieder. Noch vier. Bleiben zusammen, unteres Knie bleibt auf der Matte. Noch zwei. Einmal noch. Vorne bist, atmest du nochmal ein und dann mit der nächsten Ausatmung dein Powerhouse zu lösen. Atme tief ein und aus. Drück dich nochmal über die Seite in den Sitz nach oben. Nimm deine Beine gestreckt nach vorne. Aber seitlich zu dir. Die Beine sind geschlossen. Die Füße aneinander. Die Zehen rangezogen Richtung Schienbein. Die Knie durchgedrückt. Du machst dich lang, richte dich auf. Schultern weg von den Ohren. Lange Wirbelsäule, dich zieht jemand am Hinterkopf. Wir atmen ein, mit der Ausatmung aktivierst du wieder das Powerhouse. Der nächsten Einatmung nimmst du deine Arme nach oben, Schulter bleibt weg. Atme aus, komm vor, der Rücken bleibt gerade. Mit der Einatmung wieder zurück. Ausatmen vor. Einatmen. Noch vier. Ja.
Beine. Letztes Mal. Mit der Ausatmung nimmst du die Arme seitlich an den Körper zurück und löse. Sehr schön. Nimm die Füße zur Seite weg, so dass du dich jetzt auf die andere Seite legen kannst. Wir haben wieder zweimal den rechten Winkel. Hier und hier. Den unteren Arm auf Schulterhöhe ausgestreckt. Die obere Hand auf der unteren Hand. Gerade in der Wirbelsäule. Knie bleiben zusammen. Unteres Knie bleibt auf der Matte. Wir atmen ein, um mit der Ausatmung unser Powerhouse zu aktivieren. Atme ein, öffne mit der Ausatmung den oberen Arm nach hinten. Atme hier wieder ein und mit der nächsten Ausatmung wieder zu schließen. Einatmen, ausatmen. Ein. Halte deine Hand im Blick, der Kopf dreht sich mit. Knie bleiben aufeinander, nicht hier abheben. Weiner. Ein letztes Mal. Atme dann noch mal ein und löse mit der nächsten. Ausatmen. Kannst deinen unteren Arm auch gerne anwinkeln. Mach dich nochmal klein. Atme nochmal tief ein und aus. Ganz locker, ganz entspannt. Und wir kommen in die Rückenlage. Die Füße aufgestellt. Gerne ein bisschen weiter weg vom Gesäß abstellen. Wir wollen uns nach oben rollen und dann fällt es jetzt so leicht. Hüftbreit auseinander. Richte dich aus. Schulterblätter nach hinten tief. Wir atmen ein. Mit der Ausatmung aktivierst du dein Powerhouse. Spür, wie dein Becken kippt. Der untere Rücken auf die Matte kommt. Gut. Der Einatmung hebst du den Schulterbereich, die Arme und das Kinn zur Brust. Und mit der Ausatmung rollst du dich nach oben hoch. Einatmen und mit der Ausatmung wieder Wirbel für Wirbel ablegen. Wirbel für Wirbel, langsam, 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 langsam. Atme ein und mit der Ausatmung rollst du dich langsam wieder nach oben ab. Ein und ausatmen.
viermal noch. Roll dich ab und wenn du unten bist, bleibst du unten. Atme ein und mit der nächsten Ausatmung löst. Tief ein- und ausatmen, du darfst gerne ein Knie nach dem anderen zur Brust ranziehen, ein kleines Päckchen machen. Ganz dichte Knie zur Brust ran. Tief ein- und ausatmen. Du willst gerne noch ein bisschen schaukeln. Dann lösen wir die Umklammerung, stellen einen Fuß nach dem anderen wieder ab. Gut. Richte dich nochmal wieder aus. Zieh die Fersen mal dichter zum Gesäß ran. Hopp. Die Beine immer noch hüftbreit auseinander. Schulter weg von den Ohren. Mit der nächsten Ausatmung aktivieren wir wieder unser Powerhouse. Atme ein und bring mit der nächsten Ausatmung deine Beine nacheinander in die Tabletop-Position nach oben. Füße gepointet, rechter Winkel, rechter Winkel. Okay. Wir atmen ein, kommen nochmal nach oben. Du darfst jetzt gerne hier deine Oberschenkel ein bisschen greifen. Wir rollen uns wieder nach oben. Atme ein und mit der Ausatmung rollst du dich nach oben hoch. Sehr gut. Wir bleiben hier, Rücken gerade. Du kannst die Beine aneinander nehmen, Füße gepointet. Wir atmen ein, mit der Ausatmung streckst du das rechte Bein aus. Mit der Einatmung zurück. Das gleiche mit links. Ausatmen, strecken, einatmen, wieder anlegen. Im Wechsel. Schulter weg von den Ohren. Jedes Bein noch zweimal in die Streckung bringen. Letztes Mal pro Seite. Bleib hier. Atme. Sehr gut. Atme ein mit der Ausatmung, bringst du beide Beine nacheinander in die Streckung. Halte. Atme ein mit der nächsten Ausatmung, nimmst du die Arme mit dazu. Wir halten, atme gleichmäßig weiter. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atme vorbereitend ein, mit der nächsten Ausatmung winkelst du deine Beine wieder an, halt dich gerne fest. Atme ein, roll dich mit der nächsten Ausatmung langsam wieder ab. Einatmen, mit der nächsten Ausatmung die Füße nacheinander auf die Matte zurück und du darfst lösen.
Tief ein- und ausatmen. Zieh gerne nochmal die Knie zur Brust ran. Atme nochmal tief ein- und aus. Ganz bewusst. Klein machen, Häkchen machen, entspannen. Nochmal. Das heißt, wir bringen erst die Beine wieder in die Tabletop-Position nach oben, rollen uns hoch, bringen dann die Beine in die Streckung. Okay, gemeinsam. Ausgangsposition, Schulter weg von den Ohren, Füße aufgestellt, lange Wirbelsäule. Wir atmen ein und mit der Ausatmung erst wieder Powerhouse aktivieren. Atme vorbereitend ein, um die Beine mit der nächsten Ausatmung in die Tabletop-Position nach oben zu bringen. Du darfst die Beine jetzt gerne aneinander legen. Hände an die Oberschenkel. Wir atmen ein und mit der nächsten Ausatmung rollst du dich hoch. Rücken gerade, sehr schön. Atme ein, ausatmen, die Beine in die Strecke. Einatmen, ausatmen, die Arme dazu. Wir halten für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Mit der nächsten Ausatmung darfst du deine Knie wieder anwinkeln. Halte dich an, atme ein. Roll dich mit der nächsten Ausatmung auf die Matte zurück ab. Atme ein, bring mit der nächsten Ausatmung deine Füße auf die Matte zurück und löse. Mach die Beine lang, schüttel die Beine ein bisschen aus, atme tief ein und aus. Bleiben lang. Du nimmst deine Arme nach hinten gestreckt. Wir rollen uns nochmal wieder auf. Diesmal bleiben die Beine lang auf dem Boden. Wir kommen mit den Armen nach oben und nach vorne und rollen unseren Oberkörper im Sitzen nach oben auf. Füße gebeugt. Gut. Wir atmen ein mit der Ausatmung. Aktivierst du dein Powerhouse? Atme ein, heb dich ein Stück ab. Atme aus, roll dich hoch. In die Aufrechte. Einatmen. Ausatmen, roll dich wieder ab. Einatmen, Kinn zur Brust, ausatmen, rolle dich hoch. Einatmen, aus. Ein, aus. Denkst an dein Powerhouse.
einmal noch nach oben. Einatmung. Nimmst du die Arme nach vorne, mit der Ausatmung löst. Tief ein- und ausatmen. Du darfst deine Füße gerne aufstellen. Ganz tief in den entspannten Bauch. Ein- und ausatmen. Spür, wie sich deine Bauchdecke hebt mit der Einatmung und wieder senkt mit der Ausatmung. Dein Bauchnabel leicht nach innen, Powerhouse nicht aktivieren, nur den Bauchnabel nach innen ziehen. Wir strecken das rechte Bein zur Decke nach oben aus. Zieh mal deine Zehenspitzen Richtung Schienbein und dein Bein dichter zu dir ran. Spür die Dehnung. Ganze wieder, stell den Fuß wieder ab, mach das gleiche mit dem linken Bein, Wand ziehen, und löst, Fuß abstellen. Leg mal deinen linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel. Das linke Bein klappt ganz locker zur Seite weg. Heb den rechten Fuß von der Matte ab. Zieh das rechte Knie zu dir ran. Greif dir das rechte Bein. Zieh es noch dichter zu dir. Spür die Dehnung in der linken Beinrückseite. Und wenn du dein Gewicht jetzt noch ein bisschen im Becken nach rechts verlagerst, spürst du es noch deutlicher. Linke Gesäßmuskulatur und linke Oberschenkelflosse. Und löst den Fuß ab, setze linken Fuß ab. Jetzt legen wir den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. Zieh das linke Knie zu uns ran. Greif dein linkes Bein, zieh dichter. Rechtes Bein ist ganz locker. Und jetzt kannst du, wenn du willst, das Gewicht noch ein bisschen in dein Becken nach links verlagern. Dann zieh es noch ein bisschen mehr. Gut, wir lösen auch das wieder auf. Du stellst den linken Fuß ab und den rechten Fuß ab. Dreh dich auf die Seite, drück dich hier nach oben, komm auf deine Hände und auf deine Knie. Hände unterhalb der Schulter, Knie unterhalb der Hüfte. Mit der Ausatmung ziehst du das Kinn zur Brust, den Bauchnabel nach innen und schiebst deinen Rücken zur Decke nach oben. Mit der Einatmung löst. Ausatmen, der Katzenbuckel. Mit der Einatmung locker lassen. Zweimal noch. Noch einmal. Und wieder los. Zieh dein Bauchnabel bewusst nach innen, deine Zehenspitzen in die Matte hinein. Wir atmen ein, kurz mit der nächsten Ausatmung in das umgedrehte V nach oben zu schieben. Guck mal, ob du mit den Fersen auf die Matte kommst. Wenn nicht, ist es nicht so schlimm.
von der Matte weg. Schulterblätter tief gezogen, Kopf locker lassen. Und dann ziehen wir ein Knie nach dem anderen zur Brust ran. Machen so eine kleine Gehbewegung. Du kannst ja mal gucken, ob du vielleicht doch mit den Fersen dichter an die Matte oder auf die Matte kommst. Vielleicht kommen wir auch alle auf die Matte, ich sehe es ja nicht. Ganz bewusst hier wegschieben. Gesäß weit nach hinten schieben. Gut. Wir kommen zum Stillstand. Die Füße sind ungefähr hüftbreit auseinander. Die Knie darfst du jetzt gleich gerne anwinkeln. Wir laufen auf den Händen zu unseren Füßen. Wenn du die Knie nicht mehr durchgedrückt lassen kannst, dann lass sie locker. Oberkörper ganz entspannt, Kopf hängt nach unten. Wenn du bei deinen Füßen angekommen bist, dann drückst du deine Knie nach hinten durch. Bauchnabel hast du eingezogen und dann rollst du dich langsam nach oben auf. Wenn du auf Schulterhöhe bist, dann legst du deine Arme mit dazu und die Arme gehen über den Kopf. Und Füße darfst du ein bisschen weit auseinander aufstellen. Wir dehnen uns zur Seite rüber. Ganz kontrolliert. Wohnbogen zur anderen Seite. Kommen zur Mitte zurück. Sehr gut. Nimm die Arme mal nach unten. Wir sind locker in den Knien. Wir kommen mit einer Einatmung nach oben auf die Zehenspitzen ganz lang. Und mit der Ausatmung lösen. Nochmal mit einer Einatmung in die Länge. Blick zur Decke, schieb dich hoch. Mit der Ausatmung locker. Noch einmal hoch und bleib hier unten. Wipp nochmal so ein bisschen mit dem Oberkörper nach. Deine Knie sind locker. Alles entspannt. Ganz einfach wippen. Du kannst jetzt auch mal die Arme so verschränken. Siehst du das so? Ich drehe mich nochmal zu dir. So, lass dich wippen. Lass dich hier einfach reinfallen. Auch mal so ein bisschen zur Seite. Deine Knie sind locker. Denk dran, nicht durchgedrückt. Über die Mitte, nochmal zur anderen Seite. Und wieder zur Mitte zurück. Komm zum Stillstand, lass deine Hände nochmal nach unten gleiten. Drück deine Knie nach hinten durch, zieh dein Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und roll dich langsam wieder auf. Wenn du bei deinen Schultern bist, schiebst du die zurück und dann rollst du Halswirbel für Halswirbel deinen Kopf nach oben auf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Und wir sehen uns bald wieder. Einen wunderschönen Abend noch. Bis dahin. Ciao.